Wir haben noch TNT. Da muss ich aber erstmal alle anlocken hier. Ja, das sind richtig viele. Guck mal. Hier mal TNT. Machen wir erstmal für die Spikes. So, aber da müssen wir jetzt aufpassen, nicht, dass wir den Pfeiler hier wegmachen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich wollte es ja gerne hier reinsetzen, diese Kerbe da. Da hat man es gerade. So, hier. So, dann können wir... Puh. Oh, in das Loch hätte ich auch gern TNT drin. Das müsste eigentlich passen vom Abstand her. Ich hoffe, da passiert dem Pfeiler nichts. Ich gehe mal davon aus, dass es so ist. Ich hoffe es einfach. Da oben vielleicht. Mach mal in das Loch rein, wenn ich es irgendwie hinkriege. Geht nicht. Dann machen wir es hier hin. So, hier vielleicht auch noch. Dann sind halt die Fackeln wieder weg, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Also ich denke, das passt erstmal. Wir müssen dann irgendwann mal hier Yucca-Pflanzen sammeln gehen. Also das finde ich jetzt auch nicht so wild. Dafür haben wir ja den Spawnpoint gesetzt. Den Spannpoint. So. Okay, also dem Pfeiler ist nichts passiert. Das ist schon mal gut. So, hier auch noch weg. Alter. Hier haben auch noch Eisen. Guck mal. Also richtig viel jetzt neues Eisen sehe ich leider immer noch nicht, so wie es aussieht. Da müssen wir mal gucken. Da müssen wir erstmal ein paar Fackeln reinhauen, dann schauen wir mal. Guck mal ein bisschen vor noch. Ach, hier oben haben wir... Ne, das ist auch Blei. Ne, das... Ach, ich weiß es nicht. Werden wir dann sehen. So. Ach, scheiße, wir müssen dann erstmal die Löcher wieder zumachen. Machen wir hier noch eine Fackel rein. So. Gut, dann bauen wir jetzt erstmal wieder alles ordentlich ab hier. Wir nehmen jetzt erstmal das Eisen. Dass wir noch ein bisschen an Muni kommen. Also so wenigstens 100 Muni hätte ich gerne, bevor ich dann wieder in das Dorf renne. Weil dann könnte man dann tatsächlich dort mal aufräumen. Ja, das dauert immer ein bisschen. So. Und auch noch mit. Wobei, Blei haben wir dann wirklich langsam genug, glaube ich. Also wir haben echt Mangel an Eisen momentan immer. Das ist das Problem. Was auch noch. Mal schnell was trinken. Weiter geht's. So, Steine immer schön aufheben. Dass wir das dann auch schön wieder eben und zumachen können. Aber wir können dann schon den Pfeiler hier hinsetzen. Wir brauchen dann noch ein bisschen Metall noch, damit wir die Gitter wieder herstellen können. So, die Kohle nehmen wir auch gleich mit. Aber Eisen ist ja echt Mangelware. Kohle haben wir auch genug. Ah, hier haben wir Eisen. Guckt mal, Leute. Sehr gut. Ich meine, das sind ja immer gleich 5 Bahnen. Das ist wie 15 Scrap Metal. Ich glaube, 3 Scrap Metal war... Oder? 3 Scrap Metal ist ein Eisen? Ich glaube. So, hier haben wir auch noch Blei. Das können wir erstmal lassen. Hier muss ich dann gleich wieder zumachen. Hier hinten war auch noch irgendwo, dachte ich, Eisen gewesen. Hier haben wir auch Blei. Das gibt's doch gar nicht. Machen wir die erstmal weg. Das geht ja schnell. Machen wir hier auch noch weg. Vielleicht verbirgt sich ja hier irgendwo noch was. Trotzdem habe ich immer ein bisschen Angst, dass die Zombies dann plötzlich wieder von hinten dann reinkommen. Das wäre mega uncool. Aber gleich ist es hell, dann kann man da auch mit der Schrodi aufräumen und dann mal gucken, wie es aussieht. Ich denke, so lange hält das Lager auf jeden Fall noch. Die machen ja tagsüber, glaube ich, auch dann weniger Schaden mit Abstand. So, Nitrat nehmen wir auch gleich mal noch mit. Hier haben wir noch mehr Blei. Brauchen Eisen, verdammte Scheiße. Noch weg. Auch noch weg. Auch noch weg. So, dann nehmen wir jetzt mal die Steine eben. Und machen erstmal die Löcher wieder zu. Muss ja alles seine Ordnung haben hier. Auch im Untergrund. Gerade wenn man vorhat, hier länger zu verweilen. Ich glaube, da unten ist auch noch Kohle. Um auch zu machen. Die machen wir auch immer noch weg. So. Müssen wir wieder alles schön aufheben hier.
Ich hoffe, dass die irgendwann vielleicht noch ein bisschen die Zeiten erhöhen, wie lange das Zeug liegen bleibt. Also wenigstens so 3-4 Minuten. Das ist schon ganz angenehm. Ich weiß nicht, warum die den Punkt so niedrig gesetzt haben. Wobei, wenn man stirbt, ist das ja wirklich momentan die einzige Bestrafung. Ich hoffe sowieso, dass dann die Bestrafung irgendwann noch ein bisschen größer wird, als nur, dass man die Items aus dem Gürtel verliert. Letztendlich denke ich mal vielleicht auch, dass man dann, wenn das Erfahrungssystem drin ist, das Skillsystem, dass man dann Erfahrungspunkte verliert oder so, sowas in der Richtung. Aber mal gucken. Also die Bestrafung sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall noch sehr viel höher sein, wenn man hier verreckt in dem Spiel. Das auf jeden Fall. Die ist momentan zu niedrig, aber gut, das sieht einfach dann, dass eine Alpha ist, man sowieso ja eher noch testen soll und so weiter. Das vergeht man ja immer ganz schnell, dass das Spiel ja eigentlich zum Testen noch ist. Ne? Es ist ja eher so, jetzt gedacht Alpha spielen, aber eher aber zum Bug-Report-mäßigen Spielen halt. Dass man die Leute dann noch, die Entwickler darauf hinweist, was noch rumbuggt und was man noch besser machen kann und so weiter. Dafür habe ich aber hier viel zu viel Vergnügen mit der Alpha. So gut, naja, was soll's, man. Ich mache dafür schön Werbung für das Spiel, letztendlich dadurch, dass ich hier spiele und so weiter. Das ist ja auch ein Part, den ich da ein bisschen beitrage. Mich freut's ja auch, dass es vielen meiner Zuschauer genauso Spaß macht, genauso wie mir. Und das ist ja auf jeden Fall auch eine gute Sache. So, Pickaxe. Nee, halt, jetzt bin ich gerade ein bisschen raus hier. Die können wir mal wegwerfen. Also hier sieht das schon mal alles schön aus hier. Das Blei stört mich, das mache ich mal weg hier. So, das müssen wir auch noch wegmachen. Dass wir hier wirklich endlich mal eine Ebene hinbekommen. Aber wenn man hier so hinguckt, das fetzt schon mal auf jeden Fall. Das fetzt mir schon mal. Wenn man überlegt, wie das vor einigen Folgen aussah, wo das einfach nur, keine Ahnung, ein chaotisches Loch war. Wir brauchen unbedingt mehr Eisen. Also ich muss dann wahrscheinlich, werde ich dann so machen, dass wir wirklich mal einen ganz, ganz langen Gang hier bauen und den mit Dynamit oder TNT besticken. Ist auch noch Blei. Hier ist Eisen, sehr gut. Dass wir dann wirklich mal so eine Art, also hier ist quasi so ein bisschen Aufenthaltsort, bunkermäßig, irgendwo kommt dann der Raum. Also hier werde ich dann auch alles voll mit Truhen und Kühlschränken, was auch immer machen, zum Horten halt. Dann irgendwo hierhin werde ich dann einen extra Raum bauen, wo wir ein schönes Zimmer haben zum Pennen, wo ich es auch richtig gemütlich machen will. Und irgendwo werde ich eine große Schneise reinbauen, vielleicht gehen wir dafür auch noch weiter runter oder weiter, weiß ich noch nicht. Wo wir dann zum Eisen abbauen und so weiter. Also nochmal so einen Schacht extra errichten. Muss ich ja halt nur gucken, wo ich den dann hinsetze. Und es dürfte jetzt wieder hell sein so langsam, wir können wieder rausgehen. Ich denke vom Eisen passt das erstmal, wir müssen jetzt 8 Bahnen bekommen. Das kann erstmal nicht so schlecht sein eigentlich. So. Aber ein bisschen was haben wir jetzt ja doch noch geschafft hier. So, haben wir hier erstmal wieder Steine rein. Das sieht schon ganz cool aus auf jeden Fall. Hier muss ich noch ein bisschen wegmachen dann. Aber das sieht schon mal ganz solide aus. So, dann machen wir fix mal Munition hier. Hier. Und jetzt, da müssen wir eigentlich ordentlich was herstellen können. Ja, das sieht gut aus. 80 Stück erstmal, damit kann ich erstmal leben. Haben jetzt insgesamt ungefähr 100. Und meine Ordnung ist schon wieder total im Arsch hier. Scheiße. Ja, stimmt, wenn wir jetzt, was wollen wir jetzt das nächste machen? Ich überlege gerade. Wollen wir jetzt gleich in das Dorf gehen? Wahrscheinlich schon, hä? Da muss ich jetzt noch ein bisschen aufräumen hier. Dann mache ich mal so, ich verteile mal fix noch die Fackeln hier ein bisschen. Da muss ich schon da haben, bevor ich jetzt wieder weghaue. Naja, die hat's gebracht. Lieber hier in die dunklen Stellen vielleicht. Machen wir hier noch eine rein. Yeah! Es ist manchmal halt nicht so einfach, so können wir mal noch ein paar Steine reinhauen. Mal sehen, ob es reicht. Nicht ganz. So. Ja, so langsam entwickelt das hier so einen gewissen Charme von der Halle, oder als ob es geplant wäre auf jeden Fall. Und nicht von der Natur her entstanden ist. So gut, dann noch ein bisschen aufräumen hier. Ich werde wahrscheinlich dann noch so machen, dass ich dann Kühlschränke noch mir nehme und da kann man ja auch Zeug reinhauen, dass wir... Ach, hier haben wir ganz viele Betten. Dann nehme ich mir mal 2 Stück mit gleich. Pistole und so braucht man... Ja, doch, sollte ich mitnehmen. Pistole sollte ich mitnehmen, falls ich doch sterben... Ah ne, die Pistole nehme ich nicht mit, ich sterbe einfach nicht. Die haue ich mal wieder hier rein. Hier, wo haben wir sie denn? Hier haben wir Muni. Hier hauen wir sie rein. So...
Fackeln lassen wir, nee, die nehmen wir auch mit. Hubcap. Ja. Irgendwann muss ich auch Vitamin machen. Jetzt haben wir auch noch vom Rocket Launcher die Muni. Hier rein. Die Woodspikes brauchen wir auch erst. Naja, ich nehme sie mal mit. Vielleicht wollen wir ja dann, wenn wir zurückkommen, noch ein bisschen was hier ausbauen. Die Fackel hauen wir jetzt mal weg einfach. Ich tue mal noch hier die Schroti-Muni hier reinhauen. So. So, und hauen wir die jetzt einfach hier rein. Ja, doch, teilen wir es so auf. Das kann auch weg. Ist halt das einzelne Zeug, also. So, Papier hierhin. Ja, doch, passt schon. Guck mal, die stacken. Sehr gut. So, Schießpulver. Können wir es auch stacken. Sehr gut. Dann haben wir das Schießpulver auch gleich mal noch hier rein. Das Nitrat könnten wir ja eigentlich gleich mal weiterverarbeiten. Ach nee, wir brauchen noch Kohle dafür. Moment. War das jetzt nochmal gewesen? So, hier, alles klar. Ja, ich weiß, ich kann nur Rest drücken, aber ist immer schöner, wenn man sowas aus dem Kopf weiß. So, aber so langsam hat das... Oh, jetzt sieht das doch schon wieder ganz ordentlich hier aus. Guck mal. Na komm. So, und hier haben wir noch Glass Plane. Ach ja, das war für die Flaschen gewesen, alles klar. Ja, da hauen wir das mal hier rein. So, gut. Die MG haue ich auch mal noch hier fix rein. Und dann können wir losziehen. Wir müssen unbedingt Schrotflinten finden. Und ganz viele andere Sachen. Der Sniper will ich auch unbedingt finden. Also, legt mal los, Leute. Scrap Metal werde ich währenddessen aber auch noch weiter abbauen. Ich meine, wenn wir es nicht brauchen für Eisen oder so, dann machen wir halt Minen draus. Scrap Metal kann man auf jeden Fall auch nicht genug haben. So, gucken wir erstmal, wie es jetzt hier aussieht, Leute. Bin ich ja gespannt, wie im Flitzebogen. Alter, also die haben schon gut was weggemäht. Die haben gut was weggemäht hier. Aber ja, also das ist okay. Also wenn man überlegt, dass 99%, sagen wir mal 98% haben die Fallen getötet. Den Rest habe ich getötet. Ich glaube, unser Lager ist noch ziemlich unversehrt. Also das ist schon cool auf jeden Fall erstmal. Oh, ich hab's halt echt so drauf jedes Mal. Ich muss mir, glaube ich, das mit Übergang nochmal überdenken, wie ich das hier mache. Hier kriege ich nichts hingesetzt, leider. So vielleicht. Ah, jetzt müsste ich doch da eigentlich ohne Probleme drauf kommen, oder? Ja, ich hab's so drauf, Leute. So gut, ja, die fallen lassen wir jetzt erstmal in Ruhe. Die werde ich jetzt mal noch nicht wieder... Also wir müssen natürlich Step by Step dann wieder neue hinsetzen. Na, das lasse ich jetzt erstmal. Hier irgendwo ist es ja wieder übelst laut. Na, guck mal, dieser Stein da drin. Der hat sich's gemütlich gemacht. Da hinten sind übelst viele. Wir müssen die da hinten mal töten, weil die sorgen auch dafür, dass es hier übelst ruckelt. Es läuft halt wieder mit 17 Frames oder so. Guck mal, es sind überall solche Gruppen. Wir müssen jetzt erstmal die ganzen Gruppen ausmerzen. Alter, zieh euch das mal rein hier. Und solche Nester sind ja ziemlich viele in der Nähe. Alter, zieh euch das rein. Ich weiß gar nicht, warum die dann nicht zum Lager kommen und die dann irgendwo hängen bleiben oder so. Das kann natürlich auch sein. Was da hinten, da leuchtet es irgendwie. Seht ihr das? Ach, das ist einfach nur ein Müllsack. Oh, das ist ja gemein. Ich dachte, das ist ja irgendwas Besonderes, ein Schatz oder so. Aber das ist einfach nur, weil der Müllsack sich in der Sonne da reflektiert hat. Weil die Sonne reflektiert hat. So, haben wir erstmal die Zombies hier weg und im Anschluss gehen wir dann in Richtung Dorf. Aber ich werde jetzt einfach mal einmal um den See laufen. Und die ganzen Badegäste hier verscheuchen. Ich bin mal jetzt hier eine Runde, ich spiele mal eine Runde hier den Bademeister. Zieht euch das rein, wie viele das da sind. Haben wir denn noch eine Tonne? Leider nicht, aber wir haben ja TNT noch. Wir haben noch TNT. Da muss ich aber erstmal alle anlocken hier. Ja, das sind richtig viele, guck mal. Die sind teilweise sogar noch schnell, kommen mir so vor, oder? Ich weiß es nicht. So, wir müssen die erstmal irgendwie so hinbekommen, dass die ein bisschen versammelt sind. Also das wäre, glaube ich, effektiver, als das mit der Schrodi hier zu machen. Ach, ich setze jetzt einfach mal das Ding hier hin. So. Kommt mal her. Wir müssen mal noch warten hier. Das ist halt dann leider ein kleines Loch im Erdboden. So, jetzt vielleicht.
bisschen was müsste es ja gebracht haben. Das sind echt richtig viele. Zieht euch das rein hier. Oh, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. So, komm jetzt hier, weg mit euch. Alter. Da können wir gleich mal gucken dann hier, ob wir mal auch einen Polizisten haben. Vielleicht hat ja irgendein Polizist jemanden Sniper dabei. Können wir den Baum runterschießen? Fallschaden und so. Dann müssen wir ein bisschen schneller nachladen. Es würde halt wirklich auch Sinn machen, habe ich mir überlegt, so über die Nacht oder so. Wenn man da auch mal vielleicht auf Nacht auf Zombiejagd gehen will. Wenn man so 3-4 Schrotflinten hat, dass man wirklich alle 3-4 Schrotflinten hier unten in den Gürtel reinhaut. Und wenn da mal wirklich 20-30 kommen, kann man dann quasi durch die durchswitchen dann. Da hätte man wirklich, wie viel hat man so? 8 Munition. So hätte man halt 4x 8 Munition, die man hintereinander verschießen kann. Das wäre auch eine Möglichkeit. Thank you.